Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Brother Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Was im letzten Part passiert ist, kann ich euch gerne erzählen. Wahrscheinlich wird es hier eh nur wieder übersprungen oder so. Ja, es sieht ganz so aus, dass es immer noch dasselbe ist. Es ist ja so, wir haben mittlerweile in der Gerichtsverhandlung die zweite Runde erreicht, nachdem wir Smiles endlich verwiesen konnten, weil seine Aussage einfach unzuverlässig ist. Jetzt haben wir hier vor uns die zweite Zeugin, nämlich das Opfer selbst. Und jetzt sind wir im Kreuzverhör. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir jede einzelne Aussage nochmal angreifen. Ich weiß nicht, welche wir jetzt schon angegriffen haben alles. Auf jeden Fall müssen wir noch ein paar Informationen von ihr einholen. Und wir haben ja sogar noch von Blind ein Foto bekommen. Warte mal kurz. So, erstmal kurz bla 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 bla. Ich wollte es euch mal zeigen. Nämlich dieses Fingerabdruckfoto von der Tatwaffe, was ich sehr verdächtig fand. Denn ich habe es im letzten Part schon erzählt, die Fingerabdrücke sind hier so komisch, dass man damit nicht zuhauen könnte. Man fasst hier nämlich das obere Ende an, wenn ihr euch mal das so vorstellt. Nehmt immer eure Hände und versucht das Stahlrohr so zu packen, dass eure Fingerabdrücke perfekt passen. Dann fasst ihr das obere Ende an des Stahlrohrs und somit kann man ja nicht zuhauen. Und das ist somit ein Widerspruch in diesem anscheinend unwiderlegbaren Beweis. Und wir werden damit wahrscheinlich noch angreifen. Wann muss ich noch gucken? Wir werden erstmal weitere Aussagen angreifen. Ich ging in die Frachtraum, um die Vorräte zu überprüfen. Es war kurz nach 10 Uhr, alles sehr da. Den hatten wir schon angegriffen, diesen Textabschnitt. Das fand ich diesen Regal, sie hat sich versteckt und jetzt sind die bizarre Spielzeuge in der Hand gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob wir das angegriffen haben. Ich werde es mal machen. Gut. Und diese bizarre Spielzeug, das sie festhielt, kann eigentlich nur... Hey, Bobby Batcher, Vero, die Regasse umklammerte es in ihrer Hand. Oder wie eine Fischadler seine Beute. Sind Sie sich sicher, dass es die Angeklagte war? Also es war schon ganz schön dunkel in dem Raum, aber ich schwöre es auf meine Götter der Meere, es war diese Regasse. Die Zeugin und die Angeklagte standen sich gegenüber und kämpften. Auch wenn der Raum schlecht beleuchtet war, gibt es keine Zweifel, dass sie den Angeklagte erkannt haben muss. Sophie hatte also einen Bobby Batcher in ihrer Hand. Wollte sie das Plüschtier wirklich klauen? Warum auch immer. Was hat die Zeugin getan, nachdem sie den Eindringling entdeckt hatte? Hallo, ich stelle hier die Fragen, ne? Nur so zur Info. So, die nächste Info. Sie wollte weglaufen, also habe ich versucht, sie aufzuhalten. Und dann hat sie sich die Stahlrohr geschnappt. Okay, ich bin gespannt. Hat die Angeklagte versucht zu entkommen? No, sie konnte nirgendwo hin, denn sie stand ganz hinten im Raum. Aha. Ich fange regelmäßig Hühner, die immer von meiner Messer davonlaufen, so konnte ich diese Regasse rapidamente fangen. Und als sie gefangen hatten, da nahm die Sache einen gewalttätigen Verlauf. Sie ist nur so piccola, ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so zuhauen kann. Direkt neben ihr war eine Stahlrohr. Warum auch immer. War es das Rohr hier auf dem Bild? Aha. Sie hat es aufgehoben und mit beiden Enden gehalten. Und dann... Hat sie zugehauen? Na? Sie ist winzig klein, aber sie hat wie wild nach mir geschlagen. Ich wollte ausweichen. Ich glaube... Ich werde es mal probieren. Ich glaube, wir müssen nicht weiterhin die Aussagen angreifen von der Zeugin. Ich glaube, wir sollten jetzt schon mal anfangen, Ihnen das Stahlrohr zu präsentieren, was ich ja so anzweifle. Oder? Ich werde erstmal die letzte Aussage nochmal mir anhören. Sie ist winzig klein, aber sie wird nach mir geschlagen. Ich wollte ausweichen. Aber sie hat mir den Kopf, auf den Kopf geschlagen. Ich war dann für einige Minuten außer Gefecht. Okay, das ist die letzte Aussage. Ich werde trotzdem aus Sicherheitsgründen mal die einzelnen Aussagen angreifen. So. Sind Sie sich sicher, dass es die Angeklagte war, die mit dem Rohr ausgeholt hat? So. Wir wissen doch, dass es die Angeklagte war, denn ihre Fingerabdrücke wurden auf der Tatwaffe gefunden. Das stimmt aber trotzdem. Und es ist deutlich erkennbar, dass sie die Tatwaffe mit beiden Händen hielt. Ganz so, wie die Zeugin ausgesagt hat. Trotzdem verdächtig. Sophies Fingerabdrücke. Ein eindeutiger Beweis, aber trotzdem. Was gibt's, Nick? Irgendwas stimmt mit dem Fingerabdrücken nicht. Genau. Oh, das klingt ja nach einer heißen Spur, Nick. Freu dich nicht zu früh, es ist nur eine Ahnung. Es ist nicht eine Ahnung, es ist ein Beweis eigentlich schon. Diese Fingerabdrücke. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da etwas faul ist. Ja, es ist auch faul. Sophie hat also mit dem Stahlrohr zugeschlagen. Und sie hat es mit beiden Händen gehalten? Tja. Aber bitte erzählen Sie uns doch, was passiert ist, nachdem die Angeklagte zugeschlagen hat.
So, ich bin gespannt. Mir sind auf den Kopf geschlagen. Ich war dann für einige Minuten außer Gefecht. Die Aussage greife noch an und dann beweise ich in der Aussage davor, dass es nicht so gewesen sein kann. So. Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie getroffen wurden? Ja, also, irgendwie schon. Es war dunkel und ich bin nicht sicher, was passiert ist. Itabar blitzt mit einer Kartoffel. Sie müssen wissen, ich bin sehr fängerfertig, aber ich habe nie gelernt, wie man ein Stahlrohr ausweicht. Und Sie sind absolut sicher, dass sonst niemand am Tatort war? Si, si, seriamente, seriamente. Aber dieser Bello-Wachjunge aufgetaucht ist zumindest, wenn ich darüber nachdenke. Die Türe ging ganz plötzlich auf und ich habe mich umgedreht. Und dann wurde ich getroffen. Es tut so meine Schuld. Ah, so war das also. Also die beiden haben gekämpft. Der Wachmann macht die Tür auf. Sie drehte sich um und wurde deswegen auf den Hinterkopf geschlagen. Alles klar. Was? Oh, ich werde mich rächen. Man sagt, meine Spielzergewürz ist so stark für Menschen. Das werden wir sehen. Ja, ich glaube nicht, dass er danach jeweils wieder Schokolade schmecken wird. Ach, du meinst... Hä? Ach so. Dieses Lachen, während sie das sagt, gruselig. Das ging also an Jimmy. Jimmy hat doch gesagt, dass er den Moment gesehen hat, in dem der Schlag Olivia traf. Ja, und auch er hat sonst niemanden im Raum gesehen. Als ich hier wieder zu mir kam, hatte dieser Wachjunge die Regatta schon arrestato. Okay, interessant. Es scheint alles an ihrer Aussage zu stimmen. Naja, fast. Und doch? Hast du eine Idee, Nick? Dieser eine Beweis geht mir nicht aus dem Kopf. Es ist nicht gerade offensichtlich, aber es fühlt sich nicht richtig an. Mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Ich sollte mir wohl die Gerichtsakte nochmal genauer anschauen. Ich habe nichts Konkretes, nur eine Ahnung. Ob ich das vorbringen kann? Ja, genau diese Ahnung werden wir hervorbringen. Ich glaube, ich weiß schon, welche Aussage. So, blablabla, sie wollte weglaufen. Sie ist winzig klein, aber sie hat wie wild nach mir geschlagen. Ich wollte ausweichen. So, jetzt präsentieren wir das Fingerabdruckfoto. Foto Sophies Fingerabdrücke auf dem Stahlrohr. Berühre Details, um mehr zu sehen. Okay, präsentieren. Ich bin gespannt. Sie behaupten, dass die Angeklagte sie mit dem Stahlrohr geschlagen haben soll. Mit Verlaub, das ist unmöglich. Warum sagen Sie so etwas, Sie leckere Süßwasserfisch? Oh, was für eine Beleidigung. Entschuldigung, was ein Diss. Ich Süßwasserfisch. Oh, Entschuldigung. Die Fingerabdrücke der Angeklagten wurden auf dem Rohr gefunden. Aber es gibt hier einen Widerspruch. Einen Widerspruch? Vollkommen unmöglich. Hochinteressant. Nun denn, erleuchten Sie uns doch, Herr Verteidiger. Also doch, ich kam drauf, tatsächlich. Welches Detail im Foto mit den Fingerabdrücken widerspricht der Aussage? Die Existenz der Fingerabdrücke, die Anordnung der Fingerabdrücke oder die Lage der Fingerabdrücke? Ich würde sagen, die Lage ist es, ne? Ja, ich mach mal. Es ist die Lage der Fingerabdrücke, euer Ehren. Oh, die Lage? Ja, tatsächlich. Wir haben ja Gott sei Dank ein Stahlrohr von Maya, wo auch immer sie das hat. Gemäß der Zeugenaussage hat die Angeklagte das Stahlrohr ungefähr so gehalten. Und die Zeugin am Kopf zu treffen, hätte sie das Rohr ungefähr so halten müssen. Das hatte sie precisamente so getan. Ach, cool. Und dann hat sie aus erhöhter Position zugeschlagen. Allerdings gibt es da ein kleines Problemchen. Denken Sie einmal kurz nach, wie Ihre Fingerabdrücke in diesem Fall angeordnet wären. Worauf wollen Sie hinaus, Herr Bright? Na, schauen Sie sich genau an, wie ich das Rohr halte. Dann würden die Fingerabdrücke so aussehen. Nämlich so aussehen. Sehen Sie? Der Daumen befindet sich über den anderen Fingern. Sehr schön, ich lag mal richtig, da freue ich mich. In der Tat, zweifellos. Schauen wir uns doch einmal die Fingerabdrücke an, die auf dem Rohr gefunden wurden. Haha. Meine Güte, der Daumen, er ist unter den anderen Fingern. Was? Ja, korrekt. Und nun habe ich eine klitzekleine Frage an Frau Aldente. Sikosa, was wollen Sie? Hätte die Angeklagte Sie so angegriffen, wie Sie uns beschrieben haben, dann wären die Fingerabdrücke andersherum angeordnet. Das kann nur bedeuten, dass etwas an Ihrer Aussage nicht stimmt. Ah! Sehr gut. Ihr habt es geschafft, Leute. Da freue ich mich. Mensch, ich lieg mal richtig. Ruhe im Saal. Was soll das alles bedeuten? Diese Fingerabdrücke wurden als entscheidender Beweis vorgebracht. Wie kann es sein, dass dieser Widerspruch erst jetzt aufgedeckt wird? Ah, oh nein. Frau Aldente, was sagen Sie dazu?
Na, ich jongliere mal ein bisschen. Ist das nicht ein bisschen gefährlich mit dem Messer? Aber sehr talentiert. Verzeihung, Frau Aldente? Wollen Sie wissen, wie man eine Süßkartoffel zur perfekten Süße bringt? Was? Sie brauchen nur eine Prise Salz. Interessant ist sie. Man braucht ihr nur Salz und etwas süßer machen. Ich habe wohl den Faden verloren. Ich erinnere mich jetzt wieder. Es war genau andersherum. Nicht so, wie man es erwarten würde. Wie hat sie dann zugeschlagen? Also hat sie da wie man so ein Messer halten würde, zugeschlagen? Oder wie? Ne? Scusami, ich bin immer noch, Scusami. Ich bin immer noch durcheinander. Normalerweise hält man ein Rohr ja auch so. Aber sie ist so Piccola und das Rohr ist so schwer. Sie hat es andersherum gehalten. Wie auch immer soll das gehen. Andersherum? No, nicht so herum. Also wirklich so? Sie hat es so gehalten. Das kann aber nicht sein. Aber Sie haben doch ausgesagt, dass sie mit dem Rohr ausgeholt hat. Dann hätte die Wunde niemals auf den Hinterkopf kommen können. Ich sage nur, ich bin da durcheinander. Es tut mir leid, Capisse. Wie können Sie bitte durcheinander bringen, wie die Angeklagte das Rohr direkt vor Ihnen gehalten haben soll? Ach, dampfe es Sie noch ab. Wen juckt es, wie, ob sie das Rohr jetzt so oder so herumgehalten hatte? Tower Bridge, yeah. Niemand nennt es eine leicht gesalzene Süßkartoffel als eine Salzkartoffel. Wenn es ist immer so eine Süßkartoffel. Ich kann sie nicht so sprechen, das geht gar nicht. Ich will das endlich beenden hier mit ihr. Die Zeugin hat vermutlich recht, nicht wahr, Herr Wright? Oh weh. Also hat die Angeklagte die Zeugin mit dem Rohr hinterrücks angegriffen. Es wirkt ein wenig unnatürlich, aber ich schätze mal, es ist einleuchtend. In der Tat, euer Ehren, im Endeffekt ist es diesen Beweis also. Ist mit diesem Beweis also alles in Ordnung? Das stimmt nicht. Stimmt die Verteidigung dem zu? Nein. Wenn ich zustimme, dass mit diesem Beweis alles in Ordnung ist, dann sind wir kurz davor, den Fall zu verlieren. Irgendwo muss es doch einen Widerspruch in dieser stinkenden Aussage geben. Also noch einen anderen? Kann Sophie Oliver wirklich getroffen haben, wenn sie das Rohr verkehrt rumgehalten hat? Jetzt kann ich sagen, entweder einen Widerspruch beweisen oder abwarten und Tee trinken. Ich würde eher einen Widerspruch beweisen. Ach Mann. Ach ja. Hä? Nun, Frau Dentist, ich fürchte, Sie haben sich mit Ihrem Messer ins eigene Fleisch geschnitten. No, capisce, ich verstehe nicht. Wenn Zeugen Ihrer Aussage eine Prise Lügen hinzufügen, kann das jedes Gericht verderben. Oha, offenbar denkt die Verteidigung, die Behauptung belegen zu können. Dass es eine Widerspruch in dieser Aussage gibt. Ja, selbstverständlich, Euer Ehren. Das werden wir bald herausfinden. Die Verteidigung möge nun ihren Beweis präsentieren. Der Beweis, der Aussage widerspricht, dass die Angeklagte zugeschlagen hat, während sie das Rohr umgekehrt hielt, ist... Ich würde sagen... wie macht man das? Beweis, dass, der Aussage widerspricht, dass die Angeklagte zugeschlagen hat, während sie das Rohr umgekehrt hielt, ist... Okay, jetzt muss ich gucken. Wir haben jetzt 7 Möglichkeiten. Name haben wir Tat, Diebstahl und Körperverletzung, Anmerkung, Opfer leicht verletzt. Das ist definitiv nicht der Beweis. Attest, leichte Verletzung, Platzwunde am Hinterkopf, Tatwaffe, lange, stumpfes Objekt. Ist er das? Tatortfoto, ein Foto des Frachtraums, berührte Details und mehr zu sehen. Das ist Tatortfoto. Die Taschenlampe ist es nicht, die abgerissene Marke auch nicht. Die Zeitung wird es auch nicht sein und bestimmt auch nicht das Fingerabdruckfoto. Es muss altes Tatortfoto sein, oder? Ich guck nochmal. Aber kann er das sein? Das ist das Logischste bisher. Der Beweis, dass der Aussage widerspricht, dass die Angeklagte zugeschlagen hat, während sie das Rohr umgekehrt hielt, ist... Ich probiere es einfach mal mit dem Tatortfoto. Nimm das? Okay. Das hier. Nun gut, ich richte die Frage nun an Sie, Staatsanwalt Blind. Ich verstehe die Argumentation der Verteidigung nicht. Aha. Ach, man könnte sagen, dass Herr Wright sich tief ins eigene Fleisch geschnitten hat. Hä? Zu behaupten, ich wäre eine Lügnerin, ist wirklich ganz geschmacklos. Interessant, warum? Meine Lieben, die Zeit ist leider abgelaufen. Das heißt, der Part widmet sich jetzt, oder geht so langsam dem Ende hinzu. Im nächsten Part geht es dann weiter und wir werden dann hoffentlich einen Beweis finden, der Aussage der Zeuge nun endgültig widerspricht. Wir werden es im nächsten Part sehen. Bis zum nächsten Part, also bis dann und auf Wiedersehen.